The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Ergebnisse unechter Visionen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Einige, die jetzt 1890 leben, sind Skeptiker. Sie glauben nicht an die Gaben der Gemeinde, haben kein Vertrauen zur Wahrheit, haben überhaupt keine Religion. Es ist mir gezeigt worden, dass dies die unvermeidliche Folge unechter Visionen ist. Satan versucht, ständig Falsches einzubringen. Er will damit von der Wahrheit wegführen. Die allerletzte Täuschung Satans wird die sein, dass er das Zeugnis des Geistes Gottes wirkungslos macht. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Satan wirkt sehr fantasievoll und mit verschiedenen Methoden. Das unterschiedliche Hilfsmittel darauf hin, das Vertrauen des übriggebliebenen Gottesvolkes zum wahren Zeugnis zu erschüttern. Er wird unechte Visionen produzieren, um irre zu führen. Er wird Falsches mit dem Echten mischen und auf diese Weise die Leute derart anekeln, dass sie alles, was Vision heißt, als Spielart des Fanatismus abtun. Aufrichtige Seelen aber werden durch die Gegenüberstellung von echt und falsch in der Lage sein, beides zu unterscheiden. Nichts ist für das innere Wohl eines Menschen, seine Reinheit, seine echten und geheiligten Vorstellungen von Gott und ewigen Dingen schädlicher, als ständig auf Dinge zu achten und in den Mittelpunkt zu rücken, die nicht von Gott sind. Das vergiftet das Herz und verdirbt den Verstand. Reine Wahrheit kann dank ihres erhebenden, verfeinernden und heiligenden Einflusses auf den Charakter des Empfängers bis zur göttlichen Quelle zurückverfolgt werden. Der Urheber aller Wahrheit betet zu seinem Vater. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Immer wieder wird es Anlässe zur Uneinigkeit geben, um von der Wahrheit abzulenken. Dieses Infragestellen, kritisieren, brandmarken, dieses Richten anderer spricht nicht dafür, dass die Gnade Christi im Herzen wohnt. Dadurch wird keine Einheit zustande gebracht. Solches taten in der Vergangenheit Leute, die behaupteten, wunderbares Licht zu haben. Dabei waren sie tief in Sünde verstrickt. The Lord is coming.